السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. Gedanken zum Thema Lichtnahrung. Allah. Lichtnahrung, das ist das, was du gibst. Unser aller Allheilmittel. Lichtnahrung, An-Nur. Das bist du. Lichtnahrung bedeutet nicht Nahrungslosigkeit, sondern mehr von dir erhalten. Lichtnahrung ist dein allein erfüllendes Brot und Kraft für uns. Lichtnahrung bedeutet gefüllt sein, genährt sein auf allen Ebenen unseres Seins. Lichtnahrung bedeutet gefüllt sein mit Prana, Atem und deiner Liebe. Lichtnahrung bedeutet wahre Gesundheit und Strahlkraft. Lichtnahrung bedeutet wahres Sein, wahrer Menschsein. Lichtnahrung bedeutet wahrhafte, bedingungslose Liebe. Lichtnahrung bedeutet wahre Schau, Erkenntnis von dem Wirken und Werken in den Welten, in der Welt und dem Universum. Lichtnahrung bedeutet meditatives Sein in Gedanken, Wort und Tat. Lichtnahrung bedeutet, sich mit den Elementen der Natur zur Einheit zu verbinden, bedeutet, sich mit dir zu verbinden und ins Übernatürliche hinaufzuwachsen. Lichtnahrung bedeutet, in sich und mit allen Wesen gleichermaßen ausgeglichen zu sein. Lichtnahrung bedeutet Ehrfurcht vor dir und respektvoller Umgang mit allen Geschöpfen. Lichtnahrung bedeutet Aufmerksamkeit schenken und Aufmerksamkeit erhalten. Lichtnahrung bedeutet Mitgefühl, Sanftmut und Güte. Lichtnahrung bedeutet allem Gewahrsein und allem Allah Gewahrsein. Lichtnahrung bedeutet, niemanden auszubeuten. Lichtnahrung bedeutet, zufrieden zu sein mit dem, was du uns gibst und mit dem, was du uns nimmst. Lichtnahrung bedeutet, keinem Lebewesen zu schaden, zu töten, ihm die Freiheitsrechte zu entziehen, auch nicht sich selbst, es sei denn, auf Allahs Willen hin. Auf Halal Art und Weise. Lichtnahrung bedeutet, Grenzen zu überwinden und das Ende der verschiedenen Kasten. Lichtnahrung bedeutet, das Ende der verschiedenen Religionen. Lichtnahrung bedeutet, das Ende der Errichtung der uns voneinander trennenden und abschirmenden Häusern. Lichtnahrung bedeutet Einheit mit Allah. Lichtnahrung bedeutet, sich nicht in sein eigengemachtes Nest zu setzen, zu wohnen, es sich zu sehr gemütlich zu machen und dabei zu schlafen. Lichtnahrung bedeutet aufwachen, jetzt, genau jetzt. Lichtnahrung kennt keine Trägheit und Faulheit. Lichtnahrung ist ein ständiges Tun, ein dir sinnvolles Arbeiten und beständiges Geben. Lichtnahrung bedeutet Wachheit und ständige Bereitschaft für dich, Allah, unser aller Herr. Lichtnahrung bedeutet Erkenntnis und Dienst am Nächsten, dessen Dienst dir gleichkommt. Lichtnahrung bedeutet, deine Lehre annehmen zu können, umzusetzen und allein für dich zu leben. Lichtnahrung bedeutet Unterscheidungsfähigkeit und Verständnis. Lichtnahrung öffnet die Augen für das Leiden der Welt. Lichtnahrung bedeutet das Ende der Angst. Lichtnahrung bedeutet das Ende des Hungers. Lichtnahrung bedeutet die Loslösung von allem Unwichtigen und Nichtigen.
Lichtnahrung bedeutet die Loslösung von Gier, Habsucht und Neid. Lichtnahrung bedeutet die Loslösung vom eigenen Wollen. Lichtnahrung haftet an nichts außer an dir. Lichtnahrung schenkt Freiheit und Dienstbarkeit. Lichtnahrung schenkt Wohlwollen und Frieden. Lichtnahrung sehnt nur dich, Allah, den einen, und stellt dir nichts gleich und auch nichts dir zur Seite. Lichtnahrung kann dich, unseren aller Herr, für uns alle offenbaren. Lichtnahrung schenkt die Bereitschaft zum wahren Allah-Dienst, zum wahren Gottesdienst. Lichtnahrung bedeutet Reinheit, Offenheit und Sensitivität. Durch Lichtnahrung schenkst du uns Würde, Anmut und Ehre. Durch Lichtnahrung verleihst du von deinem besonderen Glanz, von deiner Strahlkraft. Durch Lichtnahrung schenkst du uns Jugendlichkeit und von deiner Schönheit bis in Ewigkeit im Paradies. Dank deiner Lichtnahrung brauchen wir keine Zusätze. Lichtnahrung bedeutet Einfachheit und mehr Wert. Dank Lichtnahrung brauchen wir nicht mehr viel. Lichtnahrung bedeutet anhaltende Fülle und Reichtum. Lichtnahrung öffnet die Augen für die Schönheit deiner Schöpfung. Lichtnahrung bedeutet, eins zu sein mit dir und allem, was existiert. Lichtnahrung bedeutet wahres Miteinander. Lichtnahrung verteidigt immer Schwächere, Notleidende, sowie zu Unrecht und Ungerecht Behandelte und setzt sich für sie ein. Lichtnahrung bedeutet, niemanden geringer zu achten, besonders jene nicht, die zu dir aufschauen. Lichtnahrung bedeutet Zuversicht und Vertrauen in dich, Allah, und auf dem Weg mit dir. Lichtnahrung bedeutet tief wirkenden Glauben und Stärkung des Glaubens. Lichtnahrung bedeutet, zur Kraft des Gebets zurückzufinden, vor dir zu bereuen, dich, Allah, zu fragen, dich zu bitten, uns dir zu ehren, dich zu lobpreisen. Lichtnahrung bedeutet, eins zu sein mit der Fülle des Lebens, dem wahren Reichtum. Lichtnahrung bedeutet die Neugeburt des Lebens. Lichtnahrung bedeutet die nie dagewesene Rückkehr zum Ursprung und des dir Gewahrseins. Lichtnahrung bedeutet Anteil an deinem hell-weißen und reinen Licht. Lichtnahrung geht über alle Farben hinaus und enthält in sich alle Farben. Lichtnahrung bedeutet zu leuchten als Teil deiner ganzen herrlichen Pracht und zu erleuchten. Lichtnahrung bedeutet schwingende, kraftvolle und starke Präsenz. Lichtnahrung bedeutet wundervolle Musik, Töne und Klänge in unseren Ohren. Lichtnahrung bedeutet Hu, Hu überall und in allem Hu. Lichtnahrung bedeutet kontinuierliches, fließendes Einatmen und Ausatmen. Ein Aufnehmen von dir, dem Kosmos, dem Universum und dem Hineingeben in die Erde. Lichtnahrung bedeutet Langsamkeit, Vorsicht und Bedachtheit. Lichtnahrung schenkt uns Beständigkeit und Sicherheit. Lichtnahrung bedeutet Schnelligkeit, Lichtgeschwindigkeit und Zielgesetztheit. Lichtnahrung bedeutet, stets im Hier und Jetzt präsent zu sein und ewiges Leben in dir, Allah.
Lichtnahrung bedeutet beständiges dir gedenken und dir gewahr sein. Lichtnahrung geht in die Tiefe, in die Breite und strahlt aus der Mitte heraus. Lichtnahrung bedeutet Gemeinschaft mit dir, den Propheten, Gesandten, Engeln, Andersgläubigen, anderen Gläubigen und Allah, fürchtigen Lichtarbeiter. Lichtnahrung lässt erkennen, dass du, Allah, und durch dich nichts unmöglich ist. Lichtnahrung bedeutet einen starken Geist und in dir gefestigt sein. Lichtnahrung bedeutet immer eine klare Absicht. Lichtnahrung bedeutet, den Pfeil auf den Punkt direkt zu schießen. Lichtnahrung bedeutet immer ein Volltreffer. Lichtnahrung bedeutet beständige Konzentration auf dich, Allah, und anhaltende Disziplin. Lichtnahrung bedeutet, ganz und allein auf dich ausgerichtet zu sein. Lichtnahrung bedeutet ständige Sehnsucht nach dir, dem Herrn und Schöpfer. Lichtnahrung bedeutet ständiges Schreien und Rufen, laut oder im Innern, du mögest dich uns offenbaren. Lichtnahrung ist Stille in dir. Lichtnahrung ist beständiger Schutz unter deiner Gnade. Lichtnahrung bedeutet, nur müde zu werden, wenn du es willst. Lichtnahrung bedeutet, niemals einzuschlafen, wenn du nicht willst, sondern getragen, zu ruhen, zu schlafen, zu sterben und in dir wiedererweckt zu werden. Lichtnahrung bedeutet, deinem Willen bedingungslos zu gehorchen oder Schmerzen, Leid und Trauer zu erleiden. Dir allein ergeben wir uns, ob willig oder nicht. La ilaha illallah. Lichtnahrung bedeutet, keine Zeit und Kraft zu murren und beschweren zu haben, es sei denn unter deiner Rechtleitung. Dank Lichtnahrung erleben wir bewusst, dass alles allzugleich und zu der uns vorbestimmten rechten Zeit und Ordnung geschieht. In Lichtnahrung tut alles dir bewusst zu Diensten und das ohne Unterlass. Wir in Lichtnahrung geben niemals auf, aber uns dir immerhin. Lichtnahrung teilt gern aus und steckt demütig vor dir ein. Lichtnahrung kennt keine Grenzen, denn mit dir ist alles möglich. Lichtnahrung bedeutet, mit der Fähigkeit von dir, dem Allmächtigen, ausgestattet zu werden, an mehreren Orten gleichzeitig sein zu können. Lichtnahrung bedeutet, durch deine Kraft und Allmacht zu materialisieren, wenn es eines Zeichens wirklich bedarf und gerecht ist. Lichtnahrung bedeutet, mit Allah Kraft und Gnade zu fließen. Lichtnahrung bedeutet, mit der Kraft des tiefen Glaubens, den du in uns stärkst, Berge versetzen zu können. Lichtnahrung bedeutet, mit der von dir verliehenen Kraft gemeinsam über die Natur zu herrschen und das von dir dienstbar Gemachte anzunehmen. Lichtnahrung bedeutet der Schlüssel zur wahren Schule des Lebens. Lichtnahrung bedeutet, vom einzig wahren und ewig beständigen Meister und Heiligen lernen zu dürfen und sich dir bereitzustellen. Lichtnahrung bedeutet, ein wahrer Gläubiger und hingebungsvoller Diener, also ein wahres Geschöpf deiner Größe zu sein. Lichtnahrung bedeutet, zu helfen, bedeutet einfach da zu sein. Lichtnahrung bedeutet wahrer Geschmack des Lebens. Dank Lichtnahrung erinnern wir uns an die Quelle des Lebens. Allah, du kannst alles heilen. Lichtnahrung nimmt alles Schlechte hinweg
und wandelt es zum Positiven, zum Guten, dir zum Besten hin. Allah, du siegst früher oder später immer. Du bist wahrlich unser aller Allheilmittel. Möge Allah uns alle segnen, uns allen Licht schenken. Ehre sei Allah und aller Preis. Amin. Salam alaikum.